Kyon, Kai, Lykos und Wolf. Nach einem besonders kalten Winter strich ein hungriger Wolf durch den Wald. Er hatte schon lange nichts Richtiges mehr gefressen und sein Magen knurrte beinahe genauso laut wie er selbst. Er war abgemagert, schwach und müde, weil er sich auf der Suche nach etwas Essbarem so weit von seiner Höhle entfernt hatte, dass er schon seit Tagen im schmelzenden Schnee oder im nassen Laub schlafen musste. Langsam wusste er nicht mehr, wie er es bis zum Frühling schaffen sollte. Am Morgen nach einer besonders ungemütlichen Nacht kam er nass und zitternd zu einem Haus am Waldrand. Ein Hund bellte ihn aufgeregt an, als er vorsichtig um die Ecke des Hauses schlich. Obwohl Hunde und Wölfe schon lange getrennte Wege gehen, haben sie doch gemeinsame Vorfahren und können sich verstehen, wenn sie genau hinsehen, hinhören und hinriechen. Der Wolf verstand, was der Hund bellte. Es bedeutete so etwas wie: »Halt, stehen bleiben, was willst du hier?« Der Wolf knurrte zurück, so verständlich er konnte: »Mach dir keine Sorgen, ich bin nur auf der Durchreise und viel zu schwach, um dir Ärger zu machen.« Der Hund sah ihn mitleidig an und winselte dann: »Wieso bist du so schwach und so dünn und weswegen zitterst du so?« Der Wolf setzte sich hin und seufzte: »Ich habe schon lange nicht gegessen oder im Trockenen geschlafen, weil der Winter so lang und hart war.« Der Hund legte die Stirn in Falten und sah ihn fragend an. »Hast du denn keinen Herrn?« Nun sah ihn der Wolf verwundert an. »Was ist ein Herr?« Der Hund bellte fröhlich: »Na, ein Mensch, jemand, der sich um dich kümmert, dir zu essen gibt und dir ein eigenes kleines Haus neben seinem eigenen baut.« Der Wolf lächelte müde. »Du willst mir sagen, dass du ein eigenes Haus hast?« Der Hund sprang auf und wedelte aufgeregt mit dem Schweif. »Komm mit, ich zeig's dir«, bellte er und lief um die andere Ecke des Hauses. Der Wolf stand müde auf, streckte sich und gähnte. Dann ging er dem Hund hinterher. Als er um die Ecke bog, konnte er es kaum glauben. Tatsächlich, ein kleines Haus. Eher eine kleine Hütte, aber komplett mit einem Dach, vier Wänden und einem Eingang. »Kannst ruhig mal reingehen«, bellte der Hund. Der Wolf schaute durch den Eingang in die Hundehütte. Es war ein bisschen kleiner als seine Höhle, aber gar nicht schlecht. Dann setzte er die erste Pfote vorsichtig in die Hütte und schreckte zurück. Der Boden war ganz weich und so etwas kannte er nicht, aber er versuchte es noch einmal und ging hinein, rollte sich zusammen und legte sich hin. Er hatte noch nie auf einer Wolldecke gelegen. Es war das bequemste und weichste Bett, seit er als kleiner Welpe auf seiner Mutter geschlafen hatte. Dann roch er etwas, das ihn sofort wieder aufspringen ließ. »Hier riecht's nach etwas Essbarem«, grollte er aufgeregt. Der Hund legte ihm einen dicken Knochen mit ziemlich viel Fleisch daran vor den Eingang der Hütte. Der Wolf schnappte sofort danach und begann an dem Knochen zu nagen. Das war das Erste, was er seit Wochen bekommen hatte. Der Hund legte sich lässig daneben und bellte: »Nimm so viel du willst. Mein Herr bringt mir einen neuen Knochen, wenn er heute Abend zurückkommt.« Der Wolf konnte nicht antworten, weil er zu sehr mit Kauen beschäftigt war. Er knackte den Knochen sogar in kleine Stücke und kaute so lange darauf herum, bis nichts mehr übrig war. Als er fertig war und sich die Schnauze sauber geleckt hatte, knurrte er immer noch hungrig: »Wie bekomme ich so einen Herrn?« Der Hund sprang auf und wedelte ihn freudig an. »Du bleibst einfach hier, bis mein Herr kommt, und wenn du tust, was er will, dann wird er dir auch ein eigenes kleines Haus bauen und dir auch Knochen mitbringen, und wir können jeden Tag zusammen spielen.« Das klang ja eigentlich ziemlich einfach, dachte der Wolf und knurrte: »Was will er denn so von uns, dein Herr?« »Nicht viel«, antwortete der Hund, »also wir dürfen ihn natürlich nicht beißen.« Der Wolf streckte sich noch einmal ausgiebig auf der weichen Decke und hechelte dann zufrieden: »Das versteht sich doch von selbst. Wozu sollte ich ihn beißen, wenn er mir doch zu fressen gibt? Das ist also kein Problem. Was will er noch?« Der Hund machte ein feierliches Gesicht. »Wir bewachen das Haus und verscheuchen jeden, der hier nicht hingehört.« Dann lächelte er wieder und bellte: »So wie ich es eben mit dir machen wollte, bevor ich gesehen habe, dass es dir nicht gut geht.« Der Wolf grinste zurück. »Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Kläffen so gut hinbekomme, aber ich kann das hier.«
und dann fletschte er seine Zähne und knurrte so laut, dass der Hund für einen Moment den Schwanz zwischen seinen Hinterbeinen einkniff. Was in der Wolfs- und Hundesprache bedeutet, ich habe solche Angst, dass ich mir gleich in die Hose mache. Und was will er noch, knurrte der Wolf, nachdem er seine Zähne wieder versteckt hatte. Der Hund überlegte kurz, dann wedelte er wieder und bellte. Manchmal kommt er und will mich streicheln. Das ist eigentlich sehr angenehm. Es fühlt sich so an, als würde deine Mama dir das Fell sauber lecken. Beide schauten einen kurzen Moment verträumt vor sich hin und dachten glücklich daran, wie ihre Mamas ihnen das Fell sauber geleckt hatten. »Das ist alles«, knurrte der Wolf ungläubig. Der Hund wedelte ihn an. »Ich sag doch, ein Kinderspiel. Und das bisschen Arbeit können wir dann auch noch teilen.« Zufrieden lagen sie zusammen in den ersten Strahlen der aufgehenden Sonne und wärmten sich. Dann stutzte der Wolf plötzlich und knurrte. »Was hast du da eigentlich um den Hals?« Der Hund bellte. »Das ist nur mein Halsband.« Der Wolf wollte es genauer wissen. »Und wozu soll dieses Halsband gut sein?« Der Hund stand auf und schüttelte sich. »Da ist diese Kette dran festgemacht, siehst du?« Der Wolf sah die Kette und stutzte wieder. »Und wozu soll diese Kette gut sein?« Der Hund schaute ein wenig traurig und knurrte dann leise. »Damit ich auch sicher hier bleibe und auf das Haus aufpasse.« Und dann fügte er noch fröhlich hinzu, »aber die Kette ist so lang, dass ich um das ganze Haus herumlaufen kann.« Der Wolf stand auf, streckte sich und ging langsam zurück zum Waldrand und knurrte, »danke, aber nein, danke.« Der Hund sah ihn verwundert an, »aber Wolf, denk an die Hütte, das Essen, so etwas kannst du auch haben.« Der Wolf ging einfach weiter und knurrte zurück. »Dir macht es vielleicht nichts aus, weil du es wahrscheinlich nicht anders kennst, aber ich bin ein freier Wolf und meine Welt ist größer als ein Haus.« Der Hund lief bis ans Ende seiner Kette und jaulte. »Es macht mir aber etwas aus, keinen Freund zu haben, bleib doch bitte hier.« Der Wolf drehte sich noch einmal um und knurrte. »Ich kann dir nur ein Freund sein, wenn ich frei bin. Wenn ich auch an der Kette liege, hast du keinen Freund, sondern einen Mitgefangenen. Ich komme dich bestimmt bald wieder besuchen.« Der Hund wurde böse, weil er nicht wollte, dass sein neuer Freund wieder geht, und kläffte ihm hinterher. »Weil du frei sein wirst, wirst du noch verhungern.« Der Wolf lief in den Wald und heulte zurück. »Ich verhungere lieber in Freiheit, als dass ich an einer Kette fett werde.«